Mein Name ist Wilfried Gotter, ich bin Geschäftsführer der Sektion Israel-Freunde und darf diesen kleinen Workshop zum Thema christlicher Zionismus und die christliche Unterstützung von Israel ein bisschen moderieren, begleite Sie durchs Programm. Bei uns in Sachsen ist es leider so, dass wir immer mit einem Witz anfangen. Weil wir haben festgestellt bei uns in Sachsen, dass der jüdische Witz und der sächsische Witz sich sehr, sehr gut vertragen. Und wir haben das also auch erlebt bei vielen, vielen Reisen nach Israel und. Wir haben uns um die Bibel gestritten, aber dann haben wir alle gelacht um die Witze, die wir uns gegenseitig erzählt haben. Und das war einfach eine schöne Erfahrung. Eine deutsche Journalistin in Jerusalem erfuhr von einem alten Rabbiner, der seit vielen Jahren jeden Tag zweimal an der klaren Mauer betet. In dem Bestreben, einen Bericht über ihn zu schreiben, geht sie zur heiligen Stätte und da ist er. Sie beobachtet den alten bärtigen Mann beim Beten und nach 45 Minuten, als er gerade gehen will, geht sie auf ihn zu und bittet ihn um ein Interview. Ich bin Andrea Brandt von Reuters. Wie lange kommen Sie schon zur klaren Mauer, um zu beten? Nun, seit 50 Jahren, antwortet der Rabbiner. 50 Jahre, das ist erstaunlich. Wofür beten Sie denn? Nun, ich bete für den Frieden zwischen Juden und Arabern. Ich bete dafür, dass all der Hass ein Ende hat. Und ich bete für unsere Kinder, für die ganze Mischpore, damit sie in Sicherheit und Freundschaft aufwachsen können. Tja, und wie fühlen Sie sich, Herr Rabbiner, nachdem Sie seit 50 Jahren das hier tun, fragt die Journalistin. Ach, sagt er, als würde man gegen die Wand treten. Das kam also nicht von mir, dieser Witz, sondern das hat mir tatsächlich ein Rabbiner in Israel erzählt. Und es macht also auch deutlich, was uns eigentlich im Tiefsten verbindet. Christlicher Zionismus, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt den jüdischen Zionismus, der auf die zurückgeht und so weiter. Warum nennen wir das Ganze dann christlichen Zionismus? Für uns als Christen ist das ganz einfach. Wir haben Römer 9 bis 11 recht ausführlich und intensiv gelesen und festgestellt, dass wir als Christen eingefropft sind in die alte Wurzel Israel. Und dieses Eingefropftsein macht uns zu christlichen Zionisten. Also der kleine Einstieg ist, dass wir uns geschichtlich mal ganz kurz angucken, was eigentlich gelaufen ist, weil nur dann wir verstehen werden, was christlicher Zionismus eigentlich bedeutet. Zionismus begann eigentlich ehrlicherweise in Großbritannien im Wesentlichen. Und es begann mit Erweckungsbewegung in Großbritannien und Jürgen Bühler hat da in dem Teilnehmerheft sehr schön was über Spurgeon und all diese Leute geschrieben. Das waren alles Engländer, das waren keine Deutschen. Es begann ganz konkret damit, dass 1838, und ich habe bewusst mal nach der Französischen Revolution jetzt genommen, die Engländer ein Konsulat in Jerusalem eingerichtet haben. Der erste Bischof war ein Deutscher, nämlich aus Polen, aus Preußen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und 1839 hat die Kirche aus Schottland ein Team nach Israel geschickt und die haben ein Memorandum to Protestant Monarchs in Europe gemacht, also an die Monarchen in Europe, an Europa und sie aufgefordert, ihr sollt euch politisch einsetzen dafür, dass ein Staat Israel gegründet wird. Denn es war klar, dass beispielsweise 5. Mose 30 gilt und wenn die Verstoßenen bis an die Enden der Erde verstreut werden, ich bringe sie zurück in dieses Land. Dies führte dann auch 1841 dazu, dass König Wilhelm von Preußen, der Vierte, der ja verschwägert war über Hannover mit Viktoria und so, dass der sich auch dafür einsetzte, dass dieses Bistum in Jerusalem gegründet wurde. Und 1842 wurde dann dieser Michael Schlomo Alexander, geboren in Westpreußen, häusisches Polen, damals Preußen. In England ist er dann anglikanischer Bischof, Anglikaner geworden, als Jude. Der wurde erster Bischof in Jerusalem. Man muss sehen, dass erst nach dem Krimkrieg, als die Türkei und als Russland sich an der Stelle ein Stück geeinigt haben, überhaupt eine christliche Ansiedlung in Palästina möglich war. Denn im Friedensvertrag des Krimkrieges ist erstmals die Türkei gezwungen worden, zuzulassen, dass überhaupt wieder Christen in der Gegend angesiedelt wurden. Bis dahin war das nicht möglich. Zu den Templern muss man sagen, das waren keine Zionisten. Die Templer waren eine Gesellschaft, die eigentlich von sich selber, Epheser 2, 1. Petrus sind die entscheidenden Dinge gewesen, die einen Tempel des Heiligen Geistes in den Menschen machen wollten. Und im Grunde genommen war das ein christlicher Kolonialismus. Wir Christen gehen nach Israel, denn der Messias wird nur wiederkommen, wenn auf dem Ölberg ihn Leute besuchen. Mit den Juden haben die Templer nichts am Hut gehabt.
Das muss man ganz beinhart so sagen. 1870 ist das begonnen, Kaiser Wilhelm hat das dann besichtigt und so weiter. Es hat diese verschiedenen Orte gegeben. Ich mache da mal einen sehr schnellen Durchmarsch. Haifa, Jaffo, Sorana und so weiter. 1925 lebten in Palästina rund 1.324 Templer. Details lasse ich weg. 1933 gründeten die Templer die Ortsgruppe der NSDAP in Haifa. In Sorona, Bethlehem und so weiter wurden dann 39 sofort Internierungslager gegründet. Es hat Ulpans der Hitlerjugend in Haifa gegeben. Macht euch nichts vor, die Templer sind an der Stelle, haben ziemlich schwarze Vergangenheit. 1941 wurden die Templer im Wesentlichen als Palästinadeutscher nach Tutura, nach Australien deportiert. 1950 haben die Israelis sie sofort alle ausgewiesen und enteignet. Und 1952 hat der Staat Israel 54 Millionen Euro D-Mark Entschädigung an die Templer bezahlt, die ihnen vorheriges Adenauer rübergeschoben hatte. Der jüdische Zionismus wird heute immer sehr schnell mit Herzl verbunden. Man muss natürlich sehen, dass es da einen massiven Kampf gegeben hat. Beispielsweise, ich nehme mal den Moses Hess dazu, der einigen christzionistischen Sozialismus wollte. Ginsberg, Mahahadam, hieß er dann später, kam aus Odessa, hat gesagt, wir müssen erst eine jüdische Kultur haben, wir müssen jüdische Werte haben und dann können wir einen jüdischen Staat gründen. Genau an der Stelle ist heute Israel wieder, als sie sagen, der herzensche Staat, nur ein Rettungsboot, nur politisch, aber nicht unbedingt die Werte, ist nicht der wahre Weg. Das ist hier vorne schon vorprogrammiert worden. Die jüdische Bewegung hat an der Stelle eine Weichenstellung über Herzl genommen, die heute korrigiert wird. Die Judenfrage sollte nach Herzl schlicht und ergreifend dadurch in Europa gelöst werden, dass man also zurückkehrte in das Land, das eingegeben wurde. Und jeder weiß, dass genau deshalb Albany 1917 nach Jerusalem vom Esel runtergestiegen ist und gesagt hat, in die Stadt, in die mein Messias auf dem Esel eingeritten ist, gehe ich zu Fuß. Das war die Replik zu Wilhelm II. Also gucken wir uns mal ganz kurz eben die Karte an, so sah das damals im Nahen Osten aus. Und das Ganze, der Erste Weltkrieg war in diesem Teil ein Zusammenspiel zwischen den Deutschen und der Türkei. Gallipoli ist bekannt, aber die Schlacht bei Beersheba gegen die Engländer, die aus Ägypten hochkamen, war das deutsch-österreichische Asien-Levante-Korps drin. Generalfeldmarschall Falkenhayn, der Oberkommando, der erste Oberkommando des deutschen Heeres, war der kommandierende General. Und die Türken wollten, wie die Armenier auch, die Juden rausbringen aus Haifa und aus Jerusalem. Und Falkenhayn hat das verhindert. Das deutsche Asienkorps hat damals ein schweres Pogrom der Türken in Jerusalem und Jaffa verhindert. Der gleiche Mann ist danach nach Minsk versetzt worden und das ist ein interessanter Beitrag. Gucken wir uns diesen Nahen Osten zu der Zeit einfach mal ein ganz klein bisschen an. Das sind Dinge, die, denke ich, fast nicht bekannt sind. Die Deutschen haben diese Eisenbahnen gebaut. Im Wesentlichen ist das Hochtief gewesen mit armenischen Zwangsarbeitern. 30.000 Zwangsarbeiter hat Hochtief auf dem Gewissen, nämlich beim Bau der Bagdadbahn. Das sind Dinge, die heute in der deutsch-türkischen Politik eine Rolle spielen. Schlacht bei Beersheba, hinter den Maschinengewehren haben deutsche Grenadiere gelegen und die Engländer zusammengeschossen. Das war nicht Türken gegen Engländer, das waren teilweise auch schon Deutsche gegen Engländer. Naja, und dann ist Albany eingezogen und hat dann also, war das Symbol dessen, dass der Staat Israel Balfour-Erklärung und so weiter auf dem Weg ist. Dies als ganz kurzen geschichtlichen Einschieb, dies wäre ein abendfüllendes Programm. Lassen Sie der Deutsche, das was wir so als christlichen Zionismus im 19. Jahrhundert verstehen, war zum erheblichen Teil christlicher Kolonialismus, ohne den Juden das Recht zugestehen, in dem Land zu sein. Aber es hat massive Ausnahmen gegeben, beispielsweise das kaiserliche Heer unter, wie gesagt, Falkenhayn, der die Juden beschützt hat, dass sie nicht aus dem Land wieder rausgeschmissen wurden. Christlichem oder biblischem Zionismus geht natürlich immer eine Offenbarung Gottes voraus. So auch bei mir. Bei meiner ersten Israelreise hat Gott meine Liebe für Land und Leute wirklich stetig wachsen lassen. Durch das Lesen der Bibel vorher habe ich eine ganz natürliche Beziehung zum jüdischen Volk bekommen, was ich vorher nicht hatte. Und ich bin Gott wirklich dankbar, dass er mich an diese Position gesetzt hat, dass er mich so reich beschenkt hat mit so netten Leuten und Erfahrungen, die ich gesammeln durfte. Wie gesagt, wie der Wilfried schon gesagt hat, ich arbeite für die internationale christliche Botschaft Jerusalem. Das ist wohl einer der längsten Namen, die es gibt. Und
Sie wurde 1980 aufgrund von dem Jerusalem-Gesetz gegründet. Das Jerusalem-Gesetz wurde von der Knesset ausgerufen und besagt, dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels ist. Daraufhin haben die arabischen Nationen einen politischen Druck auf die politischen Botschaften ausgeübt und gesagt, wenn ihr das akzeptiert, dann werden wir euch den Ölhahn zudrehen. Kurz und knapp, die politischen Botschaften sind abgezogen und 1980 waren mehrere hundert, fast tausend Christen im Land und haben das mitbekommen, dieses Leid der jüdischen Bevölkerung, wie sie gelitten haben und gemerkt haben, die ganze Welt lässt uns wieder alleine. Alle politischen Botschaften wurden verlegt. Daraufhin wurde die christliche Botschaft als Zeichen des Trostes und als Akt der Solidarität zum jüdischen Volk gegründet. Die christliche Botschaft hat seitdem wirklich praktische Hilfe und Barmherzigkeit in nahezu alle Orte in Israel zukommen lassen. Kranke Menschen wurden geholfen, obdachlosen Menschen wurden geholfen, Terroropfer wurden geholfen, es wurden sehr, sehr viele soziale Projekte durchgeführt. Und die christliche Botschaft ist heute eine der größten christlichen, pro-israelischen Organisationen in Israel und weltweit. Wir haben ca. 65 Zweigstellen in allen Nationen der Erde. Unsere christliche Botschaft bleibt nicht nur bei Lippenbekenntnissen, sondern wir trösten auch ganz aktiv, ganz praktisch. Und eines unserer schönsten Projekte, das wir jetzt initiiert haben, in Zusammenarbeit mit einer jüdischen Partnerorganisation Helfende Hände, ist ein Heim für bedürftige Holocaust-Überlebende. In diesem Heim wohnen mittlerweile 150 bedürftige Holocaust-Überlebende und können dort ihren Lebensabend in Würde verbringen. Es ist ein enormes Heim. Wir haben waren in der Lage, durch die Spendengelder unserer Israel-Freunde wirklich zwei Gebäude zu finanzieren und zu renovieren. Und man kann nicht immer alles alleine machen, auch das, da brauchen wir tatkräftige Handwerker, wie die Sachsen, die dort wirklich mit angepackt haben. Unter anderem sponsort die ICEJ Pastorenkonferenzen in Yad Vashem. Das heißt, wir sprechen gezielt Pastoren an, Lehrer an und sagen, sie sollen nach Yad Vashem kommen, um sich dort unterrichten zu lassen und dann wirklich zurück in ihre Nation gehen, um zu erzählen, um zu erklären, was damals passiert ist, um zu vermitteln, um zu sagen, Israel, sowas nie wieder soll diesen Juden passieren, nie wieder soll dieses passieren, was in der Geschichte passiert ist. Eines meiner Hauptaufgaben oder Mitaufgaben ist Grafted. Das ist die Arbeit für junge Erwachsene. Und es macht wirklich Spaß, junge Menschen nach Israel einzuladen und zu sehen, wie sie in Israel verwandelt werden. Ich hatte einen Fall, wo wir ein Gewinnspiel verlost haben und der erste Preis war eine Reise nach Israel. Wir haben vorher gebetet, Herr Gott, lass wirklich die richtige Person gewinnen diesen Preis. Dann gewinnt eine junge Frau, die nie nach Israel wollte. Und ich erinnere mich an das Gespräch noch auf der Konferenz, sie wollte niemals nach Israel kommen. Sie wollte lieber den zweiten Preis haben, aber sie wurde gezogen. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe gebetet. Aber während der Israelreise hat sich was bei ihr getan. Am Ende der Reise habe ich sie gefragt, und wie sieht's aus, Susanne? Möchtest du jetzt den zweiten Preis haben oder den ersten Preis? Und sie hat mit einem breiten, strahlenden Lächeln nur geantwortet, ist doch ganz klar. Und das ist wirklich sehr gut, dass Menschen durch den Besuch in Israel, durch den Kontakt mit jüdischen Menschen, durch das Reisen in ein Land, dass sie wirklich verändert werden, dass sie eine andere Herzenshaltung bekommen. Und das wünsche ich uns allen auch, dass wir gebraucht werden, um wirklich Herzenshaltungen zu verändern. Ich komme zum einen der größten und wichtigsten Punkte, die wir hier jetzt in Deutschland haben. Und ich bin so froh, dass heute auch unser Ehrenvorsitzender Christian Stephan hier vorne sitzt und bei uns sein kann. Und möchte einfach ganz großen Respekt ihm zollen, weil er ist 87 Jahre
Und er ist immer noch auf Vortragsreisen in christlichen Gemeinden und fördert die Liebe zum jüdischen Volk. Das macht er jetzt seit über 30 Jahren, fast 30, ja, 30 Jahren bist du unterwegs, Christian. Ja. Und wenn mich jemand fragt, was macht christlichen Zionismus aus, was macht biblischen Zionismus aus, dann muss ich wirklich immer an Christian Stephan denken und sagen, er hat sein ganzes Leben hingegeben. Er hat sein ganzes Leben aufgeopfert, um diese Liebe zum jüdischen Volk anderen Christen weiterzugeben, das in christliche Gemeinden hineinzutragen. Und wenn ich Menschen... Ja. Und viele, viele Menschen, die ich treffe, kennen Christian in jeder Generation und sind wirklich sehr dankbar. Und ich, hallo Christian, Respekt Christian. Und wie man sieht... Wenn man Liebe zum jüdischen Volk hat, das hält einen jung. Da wird weitergemacht, noch weit über 90, Christian. Super. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, uns danach auszustrecken und weiterzumachen. Wer mehr über die christliche Botschaft erfahren möchte, kann auf unsere Homepage gehen, www.icej.de. Hat sich jetzt niemand gemerkt, aber ich gebe eine kleine Eselsbrücke. Wie der ICE nach Jerusalem, der Schnellzug nach Jerusalem, www.icej.de. Ja, wir als Sachsen, wir hatten das alles nicht ganz so einfach. Wir mussten uns das alles schwerer erarbeiten. Also bis zur Wende, wissen Sie ja, dann war es ja so gewesen, dass in der ehemaligen DDR viele dieser palästinensischen Terroristen ausgebildet worden sind. Das wissen bis heute noch nicht allzu viele in unserem Volk, aber es ist tatsächlich so. Und wir haben uns manchmal gefragt, warum die Bundesrepublik so einen Wirtschaftsboom erlebt hat. Das hatte damit zu tun, unserer Meinung nach, dass es Reparationszahlungen gab der Bundesrepublik an den Staat Israel. Danach ging das nämlich wirtschaftlich bergab. Bei uns war es gerade umgedreht, da ging es wirtschaftlich bergab. Und so hatten wir also natürlich in vielen Dingen, als die Wende dann kam, die Wende, die eigentlich unser deutsches Volk nochmal sehr beschenkt hat, und die bis heute noch nicht von allzu vielen als Geschenk wahrgenommen worden ist. Es ist immer noch so, dass 20 Jahre nach der Wende 85% der Bundesbürger noch nie im Osten waren. Das muss man an dieser Stelle vielleicht mal mit sagen. Hat das neue statistische Jahrbuch erst wieder gebracht. Aber wir haben also dann gedacht, wir müssen eigentlich wieder auch was gut machen in Israel und haben dann einfach gesagt, wir können eigentlich gar nichts groß vermitteln, weil die meisten Menschen in der ehemaligen DDR überhaupt nichts von diesen ganzen Dingen wissen. Und dann haben wir also 1993 eine Expo Exodus gehabt. Da haben wir die Stiftshütte, das erste tragbare Wanderheiligtum der Israeliten, damals bei uns in Chemnitz ausgestellt. Und zu dieser Ausstellung kamen über 70.000 Leute. Und als der Staat Israel 50 Jahre wurde, haben wir 1998 es probiert, mal mit einer Israel-Konferenz, um dieses Thema ganz einfach ins Volk hineinzubringen. Und siehe da, zu dieser ersten Israel-Konferenz damals kamen über 6.000 Leute. Und so sind dann die sächsischen Israel-Freunde entstanden. Und so eine Arbeit hat sich dann so Schritt für Schritt entwickelt. Aus einem kleinen Rundbrief von 50 Exemplaren ist jetzt mittlerweile eine Zeitschrift geworden mit über 20.000 Lesern. Und wir sind jetzt gerade vom Deutschen Presserat als Fachjournal anerkannt worden. Wir dürfen also jetzt auch Volontäre ausbilden. Und wir sind also sehr, sehr dankbar, wie Gott diese Arbeit gesegnet hat. Und eine Sache, die möchten wir euch jetzt ganz gerne noch vorstellen, die ist besonders knallig, weil das also so ein toller Effekt auch ist. 2004 war es ein alter Handwerkermeister, der hatte in der Bibel diesen denkwürdigen Satz gelesen: Wer Israel segnet, den will ich auch segnen. Und weil das so ist, hat er gesagt, wir müssen mal in Israel was tun. Und da ist unsere Handwerkerarbeit entstanden. Und der Chef unserer Handwerkerarbeit, der sitzt heute hier, das ist der Michael Sawitzki. Im Herrn Huther Lösungsbuch stand am Samstag, wo wir hierher gefahren sind, folgende Weisheit oder folgender Satz. Eine geizige Welt schlittert in eine zweite, in eine soziale Klimakatastrophe. Außer die Erderwärmung, innen die Eiszeit kalter Berechnung, wenn alle aufhören, mit ihren Gaben zu geizen, seien es die materiellen, seelischen oder geistiger Art, dann taut das Eis in den Herzen.
Und genau das versuchen wir mit den Handwerkerstücken umzusetzen. Und jetzt kommt als nächstes noch Frau Hinrich mit der Alljahrarbeit von Eben Elzer Deutschland e.V. Denn christlicher Zionismus zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Bibel wortwörtlich ernst nehmen, nennen das immer als Bedienungshandbuch nehmen. Und da heißt es in Jesaja 11, Vers 11, 12, und an jenen Tagen wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben und den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loskaufen aus Assur, aus Ägypten, aus Patros, aus Kusch, aus Äthiopien, aus Elam, China, Hamad und von den Inseln des Meeres, und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Wir können eigentlich bezeugen, dass dies heute geschehen ist. Eben Ezer ist ein Teil unter vielen anderen Teilen, wo das wirklich Tag für Tag geschieht, wo Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion heute, jetzt nach Hause kommen. Das Ganze läuft, seit die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Es sind 1,1 Millionen Juden aus der Sowjetunion nach Israel gekommen. Und in der Größenordnung 150.000 sind von verschiedenen Israelwerken geholfen worden, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Es hat eine Schiffsverbindung gegeben von Odessa nach Haifa. Und bei Eben Ezer Deutschland ist immer speziell das deutsche Thema. Wo immer wir hingehen, haben wir eine spezielle Aufgabe, nämlich aus dem Schatten der Vergangenheit hinüberzuhelfen, das Licht der Zukunft. Wenn ein deutscher Zivildienstleister in der Ukraine humanitäre Hilfe bringt, zu jüdischen Menschen und auch als junger Deutscher so aussieht, dann geschieht Versöhnung in einer Dimension, wie sie woanders kaum möglich ist, weil plötzlich die alten Holocaust-Überlebenden wieder die 8-9-jährigen Jungs sind, die sich erinnern, das letzte Mal habe ich einen solchen Deutschen 1941-42 gesehen. Und dort ist etwas Fürchterliches passiert. Damals habe ich mir geschworen, ich rede nie wieder darüber. Und plötzlich kommt ein Deutscher, Jesaja 60, Vers 14 sagt, die Söhne der Unterdrücker werden kommen und sich verbeugen. Dazu braucht man nicht mal einen Übersetzer. Das versteht jeder. Ich rede mal für die Männer. Der jüdische alte Mann fängt an zu weinen, die Tränen, die er als Kind nicht geweint hat. Und wir, die Zivis oder auch wir, nehmen ihn schlicht in den Arm. Lass ihn weinen. Und danach erzählt er. Und alle drumherum sagen, der hat nie erzählt. Das habe ich von meinem Vater noch nie gewusst. Wer seid ihr? Und damit kommt also das zusammen, was zusammengehört, dass wir sie neugierig machen, wie Römer 11 sagt, und dass wir ihnen dann praktisch helfen, dass sie nach Israel kommen. Und heute geht diese Arbeit in Zusammenarbeit mit der Jewish Agency. Früher ging es so was, waren das die Christen alleine. Heute ist es selbstverständlich, dass wir Hand in Hand in Äthiopien zusammenarbeiten. Wir sind bei den jüdischen Organisationen heute, genau wie die internationale Botschaft oder die Handwerker, gern gesehene, gleichberechtigte Partner. Wenn man das vor 15, 20, 30 Jahren gesagt hätte, evangelikale Christen, Deutsche, Israelis und Juden arbeiten zusammen, wäre ein Wunder gewesen. Und es ist auch ein Wunder. Wir können das bestätigen, Eben Ezer heißt, bis hierher hat der Herr geholfen und er wird auch weiterhelfen in verschiedenen Werken. Danke. Bitte schön. Stefan, gehst du hin? Haben Sie Kontakt mit den Christen in Bethlehem? Ja. Denn die haben ja jetzt dieses Kairos-Dokument rausgegeben und da ist genau diese Geschichte, dass Sie sind jetzt das wahre Israel und die Juden. Das ist also im Grunde genommen mit dem Kairos-Dokument, ja, kann ich Ihnen eigene Nummern unserer Zeitschrift zum Leben geben. Das steht deswegen zum Leben kritisch drin, weil es nicht zum Leben führt, sondern zum Tod. Ja. Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist eigentlich. Aber ich habe den Eindruck, dass die, und zwar von Genf aus angeleitet, bei uns in den Kirchen zumindest, ja, sehr viel Echo finden. Leider. Ja, das liegt aber an den vielen, vielen Christen in den Kirchen, die über diese Dinge überhaupt nicht informiert sind. Jeder Christ, der seine Bibel kennt, der wird von ganz alleine sagen, solchen Stuss machen wir nicht mit. Punkt. Gut, es ist ja aber auch neu. Ich meine, im Dritten Reich hat ja die allgemeine Kirche ja gesagt, wir sind das wahre Israel. Ja, das war ja die Enterbungstheologie. Ja, genau. Aber das ist ja relativ neu. Ja, das ist aber das ist Enterbungstheologie neu, aber es ist trotzdem noch die alte. Aber wie Sie sagen, es wird auch noch an den Fakultäten. Wie finden Sie jüdische Bürger in anderen Ländern?
und auch Holocaust-Überlebende in anderen Ländern, die noch leben, beziehungsweise für die Handwerkerdienste, wie kriegen Sie die Adressen und die Kontakte zu den Leuten, denen Sie helfen möchten? Sagst du, was mir dazu? Für die Handwerkerdienste kann ich sagen, wir haben vor Ort 3, 4 oder 5 Organisationen und auch ganz kleine Organisationen, die sich das ganze Jahr um die Leute kümmern, Haushaltshilfe oder einfach da sind für die Leute, und die bieten jetzt noch mit dieser praktische Hilfe an, also Renovierung von Wohnungen. Und so finden wir die Leute, weil sonst wäre es schwierig, einfach hinzugehen und in die Wohnung reinzugehen. Juden zum Thema Aliyah finden wir, indem wir in die Dörfer gehen, indem wir Freiwillige haben, die in der ehemaligen Sowjetunion in die Dörfer hineingehen, zusammen mit örtlichen Partnern. Mal zum Frauenarzt hingehen und mal gucken, wer da denn so ist. Der Frauenarzt selber ist sowieso Jude. In die Bücherei gehen, Juden lesen mehr Bücher als andere. Man kann anhand der Namen sehen und man besucht die Leute vor Ort. Wir bieten dazu auch Kurzeinsätze an, sodass das heute so stattfindet. Jetzt gerade gestern ist jemand nach Donetsk geflogen, der genau das macht, auf diese Art und Weise Menschen zu Hause zu besuchen. Es erscheint mir so, dass wir, angesteckt vom Humanismus, den politischen Weg immer noch für eine Möglichkeit halten, was die Lösung der Probleme dort angeht. Und ich habe so den Eindruck, und das ist meine Frage, ob wir nicht ganz konsequent als christliche Humanisten, so wurde ich von einem Araber beschimpft im Zug, ich wäre schlimmer als ein Zionist, für mich ist das eine große Ehre gewesen. Aber dass wir das Hauptaugenmerk doch auf die beiden Männer Josua und Kaleb legen sollten, die sich nicht bange machen lassen sollen vor den Feinden, sondern wirklich sagen, wenn der Herr für uns Israeliten ist, dann werden wir sie wie Brot fressen. Das könnt ihr nachlesen in 4. Mose 14, Vers 9. Leider sind ja Josua und Kaleb die einzigen gewesen, die dann rübergekommen sind. Es könnte ja auch sein, dass nur wenige, die jetzt noch vom Humanismus leben wollen, dann das Ziel nicht erreichen. Ich habe so den Eindruck, wir haben als christliche Zionisten einen ganz großen Auftrag, den biblischen Teil, nämlich ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, höher zu halten als alle politischen Bemühungen. Danke. In meiner langjährigen Arbeit in der internationalen christlichen Botschaft habe ich erfahren dürfen, dass wir als christliche Freunde Israels den Auftrag haben, die Menschen zu informieren und immer wieder, auch wenn Widerspruch erfolgt, auf ihre Meinung eingehen und dann etwas über Israel sagen. Was Gott will, darum sind Sie alle heute hier, das ist, dass wir als Multiplikatoren, ganz gleich in welcher Gruppierung wir mitarbeiten, dass wir als Multiplikatoren unter unserem Volk die Meinung für Israel erweitern und vertiefen und immer wieder den Leuten nahe bringen. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für diesen Israel-Kongress und ich denke, dass im nächsten Jahr noch mehr kommen sollten. Wir sollten nicht aufhören, an der Seite Israels zu bleiben. Deshalb ganz herzlichen Dank den Initiatoren auch für diese Tagung hier. Ich denke, wir sind am Ende. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Wir Menschen sind sehr zielstrebig. Meistens streben wir nur und zielen zu wenig. Ich wünsche Ihnen in Zukunft besser zu zielen. In diesem Sinne.